Hey, ich bin Fabian. Und ich bin Anko. Und heute reden wir spoilerfrei über Brothers, A Tale of Two Sons. Alles klar, Anko. Fangen wir doch mal an und du kannst uns ein bisschen Hintergrund zu dem Spiel liefern, bevor wir ein bisschen in die Details gehen. Richtig, es gibt nämlich ein wunderbares Ding, nämlich Bonusinhalte. Ich weiß nicht, ob es freigeschalten wird, sobald man das Spiel durch hat oder von Anfang an. Auf jeden Fall ein Blick wert, zumindest über die YouTube, das YouTube-Video, da gibt es auch eins, etwa 50 Minuten lang. Da redet nämlich der Regisseur und ich sage ganz bewusst Regisseur, denn der Macher des Spiels ist ein Regisseur von Filmen, die man vielleicht kennt. Wer kennt Yalla Yalla? Oder Cops, das sind so schwedische Filme, glaube ich, die sehr witzig gemacht worden sind. Ich kenne beide vom Namen, Cops sogar von meinen WG-Kollegen, mit denen ich das gerne mal geguckt habe, mit Benedict Cop und so weiter. Und der Typ macht sehr witzige Filme und der hat sich mal gedacht, er wäre interessiert daran, ein Spiel zu machen. Er hat herausgefunden, es ist verdammt schwer, ein Spiel zu machen. Was ja ganz witzig ist, weil Brothers ist definitiv kein witziges Spiel. Also das überhaupt ist von Anfang nicht an sehr, sehr emotional in einer Art und Weise, die mich fast schon, ich würde sagen, traurig gestimmt hat. Tragisch. Ich würde sagen, das Spiel ist komplett tragisch und wird danach sogar unglaublich düster, wo man denkt, oh crap, dahin gehen wir. Zuerst dachte ich, es sei noch so eine Art recht schön gezeichnetes, aber trauriges Spiel. Auf einmal wird es ganz schön düster und dark. Genau, und das ist was mich auch total überrascht hat. Ich habe ein Problem gehabt mit dem Spiel, nämlich dadurch, dass ich extrem viele Gaming-Podcasts höre, wurde mir das irgendwann mal gespoilert, was das Spiel ist, wie es funktioniert, was der Kniff ist, was die Story-Twists sind, und das macht eine ganze Menge kaputt. Also, wenn ihr Interesse an dem Spiel habt, solltet ihr euch definitiv vorher nichts zu der Story anhören, weil wenn man weiß, worauf es hinausläuft, dann macht man sich wirklich eine ganze Menge kaputt hier in diesem Fall. Aber von dieser Düsternis und von den Umgebungen wurde ich trotzdem noch super positiv überrascht. Oh, und ja, ich hatte halt dadurch, dass es mir gespoilert wurde, die erste halbe Stunde des Spiels, und das ist auch ein sehr kurzes Spiel, muss man dazu sagen, ich habe es in 3 Stunden durchgehabt, Dieter, wurde mir halt da viel weggenommen und ich dachte so, ja, so spannend ist es jetzt nicht, wenn ich weiß, worauf das alles hinausläuft. Aber dann, wo es halt anfängt, wirklich so diese düsteren Töne anzunehmen, mit denen man überhaupt nicht rechnet, dann hat man doch nochmal so einen Überraschungseffekt. Das ist ein so gutes Stichwort, dass das Spiel wunderbar zusammenfasst, nämlich womit man nicht rechnet. Das Spiel findet an sehr vielen neuen Lokalitäten statt, die man jetzt entweder nicht sehr oft in Videospielen gesehen hat oder von den Ideen, die recht neu sind. Mhm. Allein das jetzt das Schneeschloss, um es nicht zu viel zu spoilern. Wo man denkt, wie kommt man so schnell auf die Idee, auch der Wächter, der da drin ist, darauf kommen wir auch im Spoiler-Podcast noch zu sprechen nächste Woche, aber wirklich sehr einzigartig. Darauf hat er auch wirklich einen großen Wert gelegt. Er meinte, er will, dass sich so wenig Sachen wie möglich wiederholen. Er will immer einzigartig sein in diesem Spiel. Er will immer neue Ideen ausprobieren und keine Sache zweimal, wenn es nicht sein muss. Und da hat mich das Spiel fast schon so ein bisschen an Half-Life 2 erinnert, wo man ständig so wirklich alle paar Minuten ein neues Gameplay-Element hat, das dann auch nicht nochmal wiederkommt. Und ich finde es immer wahnsinnig mutig, wenn Spiele sagen, alles klar, wir haben hier eine coole Idee und die machen wir einmal und dann nie wieder. Und das macht dieses Spiel unglaublich toll. Du hast zwar eine recht simple Grundmechanik, da können wir gleich auch mal drauf zu sprechen kommen, weil das ist, glaube ich, der große Aufhänger des Spiels. Ja, auf jeden Fall. Aber vorher will ich halt wirklich noch sagen, dass es immer wieder neue Kniffe gibt. Und dadurch, dass sie sich nicht wiederholen, fühlt sich alles immer frisch an. Das stimmt. Und ich glaube, die Länge von 3 Stunden für dieses Spiel ist auch eine echt gute Länge, damit man das halt auch durchziehen kann. Ich glaube, irgendwann fehlen einem dann auch so ein bisschen die Ideen. Aber das funktioniert halt super kompakt. Das ist es. Es ist wirklich wunderbar kompakt. Noch so nebenbei, Joseph Fares. Das ist der Name des Regisseurs, bevor ich jetzt ihn nicht genannt habe. Joseph Fares, wie auch immer. Kam aus Libanesien und ist nach Schweden. Meinst Libanon? Bingo. Peter und seine tollen Geografiekenntnisse. Ja, und er ist nach Schweden geflüchtet, glaube ich, geflohen und hat von da dann halt seine Karriere gemacht. Der ist recht jung. Ich habe Bilder von dem gesehen über Google-Suche. Der ist kein irgendwie alter Sack, der hat gedacht, er macht da jetzt mal ein Videospiel. Er hat, glaube ich, danach kein weiteres gemacht. Das ist auch interessant, weil das sehr, sehr wenig Regisseure schaffen. Oh, ich hasse dieses Wort.
das schaffen tatsächlich sehr, sehr wenige, wirklich ein Spiel zu machen. Also viele haben es ja schon versucht. Steven Spielberg hat schon seinen Namen auf Sachen drauf gehabt. John Carpenter hat schon seinen Namen auf Spielen gehabt und ein paar weitere. Und das funktioniert relativ selten, obwohl Spielberg immerhin noch ganz gut, der war bei einem Medal of Honor mit kreativ dran beteiligt. Aber ich weiß halt auch nicht, ob er da den Director gemacht hat oder halt nur so ein bisschen Oversight. Naja, da kann ich jetzt noch mal kurz einhaken. Josef Fares hat nicht nur irgendwie gesagt, was er mal haben möchte, der hat auch das Motion Capturing gemacht. Die hatten nämlich keine Kohle für Schauspieler, die irgendwie Motion Capturing machen konnten. Hat er alles selbst gemacht, den alten Mann, den großen Bruder, den kleinen Bruder, etc. Und er hat auch seine eigene Sprache benutzt, um diese Fantasiesprache zu machen. Das Ding war, er wollte keine Talente jetzt engagieren, die das Spiel vertonen und Dinge einsprechen müssen, sondern er wollte eine Fantasiesprache haben, wo man sich mit ganz kleinen Wörtern nur verständigen kann. Und sowas wie dieses Da, was er immer sagt, kommt irgendwie aus dem Libanon, das heißt dann nämlich Komm her, so auf der Art. Oder es gibt eins, das heißt Ben Hadi, glaube ich. Ben Hadi, das kommt auch dieses Wo ist das, heißt das zum Beispiel. Ah, interessant, gut zu wissen. Ja, ich hatte halt vollkommen das Gefühl, dass es sich um eine Fantasiesprache handelt, aber wann hört man auch schon mal Libanesisch, ne? Auch nur in Libanesien, das wissen wir doch. Naja, mein Friseur zum Beispiel kommt aus dem Libanon, aber selbst der spricht halt Englisch mit mir. Okay. Du hast auch richtig gesagt, du hast gesagt Brothers. Denn ja. Er will auch darauf bestehen, dass es Brothers genannt wird. Er wollte es Brothers nennen, dann haben die gesagt, nö, das können wir nicht machen, ist aus welchen rechtlichen Gründen auch immer, Name schon vergeben oder sowas. Er musste A Tales of Two Sons dazu machen und damit ist er nicht zufrieden. Das kann ich mir auch vorstellen, weil der Name damit halt einfach, es ist so doppelt gemoppelt, ne? Also wir, ja, es ist eine Geschichte über zwei Brüder, die aber auch zwei Söhne sind. Also muss, aber gut, wenn man das halt aus rechtlichen Gründen oder so dazu packen muss oder keine Ahnung, was teilweise Executives für komische Entscheidungen treffen, das ist ja nochmal, steht ja nochmal auf einem ganz anderen Buch. Aber wir quatschen jetzt schon viel um den heißen Brei herum. Magst du mir nicht erstmal die Grundmechanik von dem Spiel überhaupt erklären? Weil ich glaube, das ist was, was viele Leute so ein bisschen reingehuckt hat in das Spiel. Genau, stellt euch einfach einen Twin-Shooter vor und jetzt nehmt einfach dieses Männchen, das da rumläuft und macht zwei draus. Jetzt sind ein paar verwirrt. Man spielt nämlich beide Brüder zur selben Zeit mit einem Controller. Auf der Controller ist links und rechts, ich weiß nicht, wie es auf dem PC gespielt wird, musst du mir dann gleich sagen. Mit einem Controller. Alrighty. man kann es auch mit WASD und den Pfeiltasten spielen, aber ich fand es mit dem Controller deutlich angenehmer. Klar, weil ein Daumen dann dafür da ist. Vor allem, weil man sich zurücklehnen kann. Ja. Die Steuerung für die Controller war da, ich glaube auch das Ziel, ich glaube die hatten dann gedacht, verdammt, wir müssen es auch auf den PC bringen eigentlich mit Tastatur, falls jemand nicht Controller spielen möchte, aber naja. Es sieht auf dem Controller folgendermaßen aus, der linke Stick steuert den großen Bruder und die linke untere Taste, also bei L2 oder linker Trigger, machen die Aktion mit dem großen Bruder. Der kleine Bruder ist auf dem rechten Stick. Auch er wird herumgesteuert, links, rechts. Und der rechte Trigger oder der R2-Taste ist mit seiner Aktion verbunden. Das Spiel ist ein so asymmetrisches Gameplay, heißt es, glaube ich, wenn es von quer oben geguckt wird. Isometrisch meinst du? Isometrisch, asymmetrisch. Isometrisches, genau. Und manchmal geht das auch auf die Seitendinge. Es gibt ein paar Szenen, wo diese Ansicht auch mal switcht zu einem Side-Scrolling. Aber selten. Das größte Teil ist schon top-down. Ja, top-down, damit du beide gut steuern kannst. Das bringt natürlich ein bisschen Verwirrung. Es kam mir auch immer wieder mal vor, dass die Jungs dann auf der falschen Seite waren oder ich dachte, ich steuere den mit dem linken Daumen. Dann merkt man, die laufen kurz falsch. Dann steuert man wieder den linken auf die linke Seite, den rechten auf die rechte Seite. Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich so der Pro-Tipp von mir. Lasst die Charaktere, wenn ihr könnt, auf der Seite, wo ihr den auch steuert. Weil ansonsten wird das an sich schon ungewöhnliche Gameplay zu einer extra großen Herausforderung. Das war auch eine Herausforderung für die Kamera. Sie wollten das ja auch für das Spiel machen. Zum Beispiel gibt es Szenen, wo die Charaktere so in eine Szene reinkommen, dann wird kurz weggeblendet von ihnen und bei der Rückblende sind sie auf der richtigen Seite, damit schon mal da keine Verwirrung vorherrscht und die Kamera ist darauf ausgelegt, sich so zu drehen, dass der linke immer, also der große immer links steht und der kleine rechts steht. Das haben sie ganz fein tunen müssen. Das ging zur Formel, dass es wirklich schnell ging und dann wurde einem recht mal schlecht. Man fühlte sich, als ob man nicht mehr die Kontrolle über die Kamera hat. Aber ich habe es mal probiert. Man stellt die beiden Jungs ein bisschen falsch hin und dann dreht sich die Kamera ganz dezent so, dass der Bruder auf der linken Seite ist, der große zum Beispiel. Sie haben sie auch ein bisschen dadurch mitigiert, dass du selber die Kontrolle über die Kamera haben kannst.
Ja, man hat die oberen beiden Tasten, nämlich L1, R1 oder linker Bumper, rechter Bumper, um die Kamera da ein bisschen zu drehen. Habe ich nie genutzt, muss ich ehrlich sagen. Das war mir recht blunzen, wie der Österreicher sagt, recht egal. Habe ich auch gleich wieder ein neues Wort gelernt. Blunzen ist eine Wurst, eine Blutwurst. wir sagen ja auch, es ist ein Wurscht. Jetzt ja, das haben passt wir eigentlich ganz gut hin, ne? Jetzt haben wir eigentlich die wichtigste Mechanik schon erklärt, auch was das Spiel so ein bisschen besonders macht. Willst du vielleicht die Story mal so sagen, was es geht? Eine Sache zur Mechanik noch. Die Rätsel an sich sind alle richtig, richtig simpel. Ja. Und das wird halt dadurch interessant, dass man diesen Story-Kniff halt hat, dass man wie beim Drums spielen oder beim Gitarre spielen oder auch bei fast jedem Instrument mit beiden Händen was anderes macht. Und ich glaube, das ist auch zum Beispiel ein Grund, warum es mir relativ leicht gefallen ist, in diese Steuerung reinzukommen, weil ich halt schon gewohnt war, mit beiden Händen was Unterschiedliches zu machen, ohne großartig drüber nachzudenken. Hattest du da Probleme reinzukommen? Da ich ja laut meines Vaters ein Gottesgaben-Malträtierer bin und meine Musik nicht so genutzt habe, wie ich es hätte machen können, hatte ich damit manchmal Probleme. Es gab wirklich Szenen, wo ich habe sie schon versucht, links und rechts so aufgetrennt zu halten. Aber dann gab es Zeiten, wo ich ein bisschen hektischer laufen musste und dann war einer davon vielleicht auf der rechten Seite und der Kleine auf der linken Seite und auf einmal wollte ich den linken steuern und steuere ihn aber mit dem rechten und mein Kleiner stürzt irgendwo anders hin und mein großer Bruder ist halt ganz woanders. Also ja, ich hatte da manchmal Probleme damit. Okay. Dann sage ich mal noch ein, zwei Worte zum Storyhook. So tief will ich da auch gar nicht reingehen. So viel gibt es auch gar nicht. Gar nicht, ja. Viel gibt es auch gar nicht. Story also, ist sehr simpel. Es gibt ein Intro, in dem gezeigt wird, wie der kleine Bruder mit seiner Mutter auf einem Boot ist und die Mutter ertrinkt. Ja, eben, der Kleine ist auf dem Boot. Also man wird schon mit großartiger Stimmung empfangen. Und da wird er dann rausgerissen aus diesem Tagtraum, wo er sich daran erinnert, steht an einem Grab und wird halt von seinem Bruder rübergerufen und man sieht halt, der Vater von ihnen ist enorm krank. So, dass er auf einer quasi geziemerten Pritsche liegt, einem Kart, das man vorne und hinten bewegen muss, weil alleine wäre es zu schwer. Und ja, dann muss man ihn zu einem Arzt bringen und der Arzt suggeriert einem halt, nee, er kann da nichts machen, aber es gibt wohl irgendwo einen magischen Baum, der eine Medizin hat, die ihn retten kann. Und jetzt geht eigentlich das Unverantwortliche meiner Meinung nach los. Diese zwei Kinder werden durch unglaublich gefährliches Terrain in das ganze Spiel in einer Fantasy-Welt, wo es halt Riesen, Trolle und andere Monster gibt, halt darauf hingeschickt, dieses Heilmittel zu holen. Geht mal los, Jungs. Das ist halt für mich, ich bin nun kein Vater, vielleicht kannst du mir dann irgendwie mehr Insight geben, aber ich finde das total unverantwortlich, Kinder loszuschicken, um quasi hier muss ich gleich mal den Vater in Schutz nehmen. Ihn trifft keine Schuld, er liegt todkrank da und kann fast nichts machen. Ich sage aber nicht, dass der Arzt ist eine Bitch, der sagt, ich brauche das Ding, geht mal los, holt das. Die sind ja nicht im nächsten Store, sondern die müssten, wahrscheinlich war es im nächsten Store und die wussten das einfach nicht. Könnte mal zu Tante Emma gehen und das rausholen. Und die gehen über die Berge. Ja, sie bekommen eine Karte auch von ihm, wo alles dieser Weg auch drauf ist. Und das ist ein kleines Interactable vom großen Bruder, damit er Leuten sagen kann, ey, wir müssen dahin, wohin geht's dahin. Aber es ist eh ein sehr linearer Schlauch. Genau. Also man merkt halt wirklich, dass jedes Level gezimmert darauf ist, was für eine Erfahrung der Director hier hervorrufen möchte. Und das funktioniert ziemlich, ziemlich gut. Es gab ein paar frustrierende Momente für mich, wo Rätsellösungen nicht hundertprozentig klar waren. Das waren vielleicht ein oder zwei, ja, zwei fallen mir jetzt spontan ein. Wo man dann halt auch mal öfter mal eine größere Strecke nochmal spielen muss, wo die Checkpoints vielleicht auch nicht ganz so großzügig gesetzt sind. Ich habe einmal das gehabt, wo ich an einem Hunker war, wo gefühlt eine Rätselkette abgeschlossen wurde. Dann habe ich gesagt, okay, für heute ist Schluss, habe das Spiel ausgemacht und dann musste ich am nächsten Tag die ganze Rätselkette nochmal machen. Also das sind so die kleinen Minimängel, aber das ist mal wieder, wofür ich ja richtig bekannt mittlerweile sein dürfte, meckern auf hohem Niveau. Wenn ich ein gutes Spiel vor mir habe, was extrem gut ist, dann finde ich die ganzen Kleinigkeiten, über die ich mich beschweren kann. Ja, wir müssen ja schon ein bisschen reingehen. Es ist klar, es ist alles sehr persönlich von uns. Jetzt könnte ich noch anfangen, darüber als PC Master Racer zu meckern, dass das Spiel auf 60 Frames pro Sekunde limitiert ist. Wie können Sie es wagen? Mehr kann das Auge gar nicht sehen. Bullshit. es ist ein, auch der Punkt, wo ich dachte, oh Mann, das ist nervig. Es gab ein Flugdrachen-Ding, damit wir auch später dazukommen werden.
Ja, das kann man failen. Ich habe es leider gefailt und dann da stehst du wieder am Anfang, wo du denkst, oh, jetzt da muss ich wieder den ganzen Weg fliegen. Es gab wirklich ein paar blöde Rücksitzpunkte, aber das kenne ich auch mit diesem Ausschalten. Oh, da starte ich jetzt. Crap. Aber ich sag mal, bei einem 3-Stunden-Spiel hat man eigentlich gar nicht die Zeit, so richtig frustriert damit zu werden. Überhaupt nicht. Man ist halt kurz so, und dann geht's weiter. Weil, wie gesagt, die Szenarien wechseln so schnell und man ist so schnell vorbei. Ich habe beim Zusammenfassen auch mir die Notizen wieder mal so gemacht und dachte mir, boah, und dann ist das Ding schon wieder vorbei. Eine Sache möchte ich noch sagen zu dem, was du schon ein bisschen angeschnitten hast, mit den vielen fantastischen Gebieten, die man durchreist, womit man auch gar nicht rechnet, was da als nächstes kommt. Die Übergänge davon machen aber total Sinn, meiner Meinung nach. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wie bei einem Dark Souls zum Beispiel, man kommt aus dem Giftsumpf und auf einmal ist man genau im Lava, in der Lavazone, dass es halt überhaupt keinen Sinn macht, rein geografisch, sondern die Zonen sind sich ähnlich genug, als dass es Sinn macht, dass die ineinander übergehen. Im Großen und Ganzen denkt man jetzt, okay, kann jetzt der Wald wirklich so nah an irgendwie der Eiswüste sein, aber die Übergänge an sich sind halt alle so seicht genug, dass es einem eigentlich gar nicht auffällt. Das eben wie so ein Bach, der so langsam so ins nächste reingeht. Bei einer Sache, wo ich mir dachte, okay, jetzt sind sie aber ganz schön weit oben, wo dieser Sprung war ein bisschen so, oh, okay, ein bisschen schnell. Aber das war auch das Einzige, wo ich auch gar nicht viel drüber nachgedacht habe. Ich meine, es kann wirklich, also kein Spiel macht so schlimm wie Dark Souls, hast du recht. Ein paar Punkte hätten sie schon abziehen können dafür. Ja, damit würde ich aber auch sagen, sind wir fast schon am Ende von spoilerfrei, weil sorry, viel guys. Mehr kann man, glaube ich, gar nicht sagen, ohne tatsächlich Sachen vorwegzunehmen. Genau. Es ist auf jeden Fall ein tolles Spiel. Ich würde sagen, das Ding ist relativ oft in Sales, ist mittlerweile auch relativ alt. Für einen Zehner sehe ich jeder das unbedingt mitnehmen. Ich habe das auch schon Ewigkeiten in meiner Steam-Bibliothek und nie gespielt. Und jetzt bist du vorbeigekommen, los, lass mal Brothers spielen. Yeah. Und ich bin froh, dass es passiert ist. Auch wenn ich halt das Ende leider schon kannte, wegen ein paar Leuten, die sich in einem Podcast vertratscht haben. Aber nee, da kann ich es ebenso empfehlen. Es war auch beim PlayStation Network, da gibt es ja auch jeden Monat mal so 2 Gratis-Spiele. Und ich glaube, es war eins, das war auch mal in dieser Aktion dabei. Einfach mal greifen, wenn man es gesehen hat. Vielleicht hat man es ja schon gratis drin. Und wenn nicht, alter Schwede, so teuer ist es nicht. Und es ist auf jeden Fall mal ein Blick wert. Es wäre schlecht zu sagen, um mal ein perfektes Spiel zu sehen, das nicht. Es ist kein perfektes Spiel, aber es hat diesen perfekten Ablauf, wie du gesagt hast. Es passt zusammen. Deswegen wollte ich da auch gerade noch mal kurz einhaken. Für Leute, die daran interessiert sind, mal echt was anderes zu spielen, also für Leute wie mich zum Beispiel, die wirklich extrem viele Videospiele spielen und Open-World-Spiele schon aus Prinzip nicht mehr sehen können, das ist einfach so herrlich anders, innovativ und interessant. Ja. Und macht eine Sache, die ich in Videospielen über alles liebe, nämlich Narration und Emotionen mit Mechanik zu erzeugen, anstatt es dir zu erzählen. Das ist eine Sache, die nur Videospiele können. Wer an sowas interessiert ist, das würde ich das Spiel auch zum Vollpreis weiterempfehlen. Ich weiß gar nicht, wie viel es mittlerweile kostet. Habe ich mal wieder nicht nachgeguckt, tut mir leid. Aber ich schreibe es unten in die Kommentare rein. Jawohl. Macht das, kauft das Ding und wir sehen uns nächste Woche wieder. Alles klar, dann vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Dann bis nächste Woche hoffentlich zum Talkthrough. Ciao, wieder.